Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen unsere Giveaway-Aktion vorstellen. Zu gewinnen gibt's die Vollversion von Everest Ultimate Edition. Das ist so ziemlich das beste Programm, was mir in der Kategorie, in der Everest Ultimate drin ist, so vorgekommen ist, beziehungsweise zu Gesicht gekommen ist. Wir empfehlen, den HD-Knopf zu aktivieren und Vollbild reinzuhauen, da manchmal nicht alle Informationen sichtbar wären. Und das Programm ist eben so vielseitig, dass das in 10 Minuten wahrscheinlich gar nicht reinpassen würde. Deswegen machen wir jetzt nur ganz kurz einen Schnelldurchlauf von dem Ganzen und zeigen Ihnen in einem weiteren Video die anderen Funktionen. Normalerweise würden Sie Everest Ultimate als 30 Tage Testversion erhalten und wir vergeben eben heute bzw. in den nächsten Tagen, in Klammern Auslosungstag, Klammer zu, diese Vollversion mit Key natürlich. Und wie gesagt, jetzt stellen wir das Programm mal ganz kurz im Schnelldurchlauf vor. Wir haben links eine Kategorieübersicht und ihr seht schon, hier gibt es einen Haufen. Und wenn wir jetzt da mal auf die einzelnen Menüpunkte draufklicken, werden irre viel Unterkategorien aufpoppen. Hier zum Beispiel der Computer. Hier bekommen Sie dann Schnellübersichten, also der Computer ist eigentlich eine Schnellübersicht von Ihrem System. Wenn wir auf Übersicht gehen, das Ganze dauert ein bisschen zum Laden. Hier haben wir zum Beispiel die Motherboard-Informationen, hier haben wir Anzeigeinformationen, also von Ihrer Grafikkarte. Datenträgerinformationen, über die Partition haben wir Informationen, Eingabe, Netzwerk, Peripheriegeräte, die GMI und so weiter. Ihr könnt dann im nächsten Punkt, können Sie den Computernamen anschauen. Steht relativ wenig drin, da gibt es eine extra Unterkategorie für GMI, IPMI, Overclock, die Energieverwaltung praktisch, BIOS-Eigenschaften, Grafikprozessoreigenschaften und so weiter. Die Energieverwaltung, tragbare Computer, hier steht jetzt der Wert überall auf Nein, ist ja auch klar, ist ja auch kein tragbarer Computer, wo ich das hier mache. Also steht das auch auf Nein und dann Sensoren, hier bekommen Sie dann Übersicht über die Temperatur und die Spannung verschiedener Peripherie bzw. Motherboard, CPU, GPU ist dabei, Kühllüfter. Sensorentyp ist auch noch mit inbegriffen. Dann wären wir mit der Computerübersicht schon fertig. Da gehen wir schon aufs Motherboard. Hier haben wir CPU-Einstellungen, CPU-ID-Einstellungen. Hier können diese Checkboxen hier können Sie nicht checken oder anchecken. Das sind reine visuelle Bestätigungen und Nichtbestätigungen. Hier steht auch immer dran, beim entsprechenden Haken unterstützt. Und wenn kein Haken dran steht, nicht unterstützt. Sie können hier allerdings keine Einstellungen vornehmen. Wenn Sie mal so aufgehen auf irgendeinen Punkt, können Sie nur kopieren, alles kopieren, Wert kopieren oder aktualisieren. Entschuldigung, also Sie können hier nichts kopieren. Was heißt nichts kopieren? Klar können Sie kopieren. Sie können ja nichts umstellen. Motherboard, haben Sie Informationen über Ihr Motherboard, über die Speicherbus-Eigenschaften und so weiter, den Chipsatz-Bus-Eigenschaften, über Ihren Speicher, über die SPD, über den Chipsatz, das BIOS, ACPI und so weiter. Dann gehen wir auf den nächsten Punkt, Betriebssystem. Auf den Punkt Betriebssystem werde ich jetzt nicht klicken, weil da hier wird der Key von meinem Windows angezeigt, deswegen überspringe ich das Betriebssystem hier. Aber ich kann Ihnen raten, das ist auch ein sehr guter Punkt für Informationen, der Betriebssystempunkt, also der ist echt zu empfehlen. Wenn man ganz kurz irgendwas über sein Windows oder ähnliches herbekommen will. Laufende Prozesse, hier werden alle laufenden Prozesse angezeigt, die momentan in Windows laufen. Systemtreiber, Dienste, AX-Dateien, DLL-Dateien und die Laufzeit ist auch immer ganz interessant. Hier sehen Sie die letzte, nicht ganz auf. Die aktuelle Sitzung, Informationen, Laufzeitstatistiken, Bluescreen-Statistik. Okay, die Null stimmt bei mir jetzt nicht ganz, sie hat hier schon zwei Bluescreens. Aber egal. Sie sehen jetzt schon diese zwei, okay, da oben ist jetzt nicht aufgepoppt. Jetzt da, diese drei Kategorien haben also viele Untermenüs und hier unten haben wir noch einen ganzen Haufen. Also von dem Programm ist echt nichts zu wenig dabei. Unter Server-Einstellungen, beziehungsweise heißt Server-Einstellungen, Server-Kategorie, können Sie gemeinsam genutzte Dateien einsehen, geöffnete Dateien, Sicherheitsberechtigungen ansehen, Anmeldungen ansehen, Benutzer ansehen, lokale Gruppen, globale Gruppen,
Unter Anzeige bekommen Sie logischerweise alles Mögliche über Ihre Grafikkarte zu erfahren bzw. zu wissen. Grafikprozessor, viele Informationen. Und das Gute ist, hier unten, bei Grafikprozessorhersteller, kann man sich den Grafiktreiber runterladen. Ist also ganz nützlich, das Ding. Monitoreigenschaften, Desktop-Eigenschaften, Multimonitor, Videomodi, OpenGL und Schriftarten. Da gibt es auch ein anderes Programm, werden wir demnächst auch vorstellen. Das nennt sich DP4. Aber wie gesagt, da kommen wir in einem anderen Programm dazu. Dann haben wir den Punkt Anzeige für dich, Multimedia, Datenträger, Einstellungen, Netzwerk, DirectX gibt es eine eigene Sparte, Geräte, Software, die man installiert hat, der Autostadt zum Beispiel, Taskplaner, installierte Programme und hier gibt es einen extra Punkt, Lizenzen. Wenn man da draufklickt, kriegt man ein paar Lizenzen zu sehen. Nur den werde ich jetzt logischerweise nicht anklicken. Und Dateitypen, hier können Sie sämtliche Dateitypen ansehen. Unter Sicherheit bekommen wir, jetzt kommen zum Beispiel ein paar Dateitypen, das Ganze aktualisiert sich die ganze Zeit, also nicht verzweifeln, wenn da mal am Anfang nichts angezeigt wird, das kommt schon noch. Unter dem Karteirad Sicherheit haben wir wieder viele Einstellungen, Konfigurationen, gibt's viel, Datenbank, Benchmark. Und dieser Benchmark, mit diesem Benchmark kann man Speicher-Lese-Durchsatz testen. Hier haben wir verschiedene Prozessoren und mit denen kann man sich dann vergleichen. Dieses Benchmark kann man hier eben einstellen, was man testen will. Und dieses Benchmark startet man, indem wir oben auf diesen Refresh-Button klicken. Das ist dieser hier. Auf diesen Button müssen wir klicken, damit der Benchmark gestartet wird. Da dauert es ein bisschen, bis das ausgewertet wird, getestet wird und dann haben Sie hier einen Vergleich, wie Ihr PC mithält. Und wenn wir das Ganze mal maximieren, sehen Sie hier links, jetzt habe ich hier alles aufgepoppt, ja, ist auch, dass hier jede Menge Einstellungen einsehbar sind. Es ist ein richtig geiles Programm. Und da möchten wir Ihnen eben heute die Vollversion, beziehungsweise in den nächsten Tagen die Vollversion für Giveaway und wie man auch immer dazu sagt. Aber nichts ist umsonst, deswegen kommen jetzt hier ein paar Bedingungen. Die ganzen Bedingungen kann man auf unserer Website nachlesen. Der Link ist rechts in der Beschreibung gepostet. Einfach mal draufklicken. Was müssen Sie tun, um diese Vollversion zu bekommen? Ganz klar, Abonnent ist das A und O. Dann müssen Sie mindestens einen Kommentar heruntersetzen mit dem Wort Everest. Dann ein Freizeichen, ein Minus, ein wieder ein Freizeichen und dann ein sinnvoller Text, was Sie bisher von diesem Programm, falls Sie schon mal von dem gehört haben, halten. Falls Sie es nicht besitzen, warum Sie es gerne haben möchten. Okay, da werde ich jetzt schon... Na, egal. Und dann müssen Sie dieses Video, also dieses Giveaway-Video noch featuren. Das gibt alles einen Punkt, also hätten Sie mit dem Kommentar hätten Sie einen Punkt. Mit dem Abonnieren kriegt man automatisch einen Punkt, wenn man den Kommentar setzt, ganz klar. Und mit dem Feature bekommt man einen Punkt. Videoantworten weiß ich nicht, ob es da was gibt. Also ich... Machen wir auch einen Punkt. Ja, okay, Videoantworten geben 3 Punkte. Wenn Sie mehrere Kommentare schreiben sollten, das ändert nichts an der Punktewertung. Maximal sind 6 Punkte möglich, nicht mehr. Und Kommentare, die als sinnlos bzw. als Spam markiert werden, von YouTube werden nicht mitgezählt. Und wer einer der genannten Kriterien nicht erfüllt, bekommt entweder den Punkt nicht oder, wenn es völlig daneben ist, gar keinen Punkt und wird disqualifiziert. Das Ganze wird vermutlich bis zum 20. laufen. Sollte es noch Fragen geben, einfach eine Mail per YouTube. Und nochmals zu den Kommentaren. Ich werde diese Kommentare freischalten müssen. Das liegt daran, dass ich dann einfach eine bessere Übersicht habe, wer mitmacht. Die kann ich dann gleich in eine Datei schreiben. Das Ganze wird dann am Ende mittels random.org ausgelost, wer das Ganze bekommt. Wie gesagt, wenn Sie die Bedingungen nicht mehr wissen, einfach auf unsere Website schauen. Rechts ist der Link in der Beschreibung. Da stehen die Kriterien auch nochmal drin. So, das war's von meiner Seite. Wir hoffen, da machen viele mit.
Und das war's von mir. Okay.